There's no place like space. Oh mon Dieu, da ist er wieder, der Onk, und er fährt auch gleich zur Hölle in den Nether und verbrennt sich seinen Peter. Glaube ich nicht. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen, hab eine kleine längere Pause gemacht. Dass hier kein Gas mehr spawnt, finde ich irgendwie seltsam, aber das ist mir auch irgendwo extremst recht. Ich lass mal das hier. Ein Schweineschnitzel lasse ich auch hier. Erinnert mich dran. Die muss ich holen. Ja. So. Und natürlich das ganze Baumaterial. Es geht weiter und ich freue mich schon so auf die verkackten goldgierigen, die verstuhlten goldgierigen Viecher und die Schweinekühebullen. Am besten gleich schon mal die Waffen an den Start. Waffen! Zu den Waffen. Ja, ich kann auch das Bett als Waffe benutzen. Das geht natürlich, klar. Ich habe das gesehen, dass Leute den Enderdrachen mit TNT und Betten gekillt haben. Ich habe neulich jemanden gesehen, der hat das so easy gemacht mit dem Enderdrachen. Ich war einigermaßen beeindruckt. Ja, so nennt man das. Moin! Schweine, Kühe, Bulle. Bulle, die Kühe, Schwein. Kommen Sie her. Ach, Alter. Grüne. Ach, guck mal, wie viele. Sind das viele Schweine? Ich versuche gerade mit einer Glasscheibe zu schießen und jetzt mit dem Erdklumpen. Was hier los? Bleib doch mal hier. Oh, sag mal. Ich habe hier zu tun. Ihr Wichser, Entschuldigung. Das finde ich übrigens, die Beleidigung Wichser finde ich irgendwie ein bisschen seltsam, weil das macht ja eigentlich jeder oder jeder hat das schon mal gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, hast du schon mal onaniert? Geil, Onanisten dieser Welt, vereinigt euch. Das hört sich jetzt irgendwie seltsam an, dass man sich ausgerechnet dazu vereinigt. Tschüss. Schweine, Kühe, Bulle. Tee. Schweine, Kühe, Bulette. Ja, genau das. Schweineschmalz steckt mir im Hals. Oh Mann. Ja. Hier rechnete ich eigentlich mit, dass hier das Portal von Tobis Tempel spawnen würde. Aber wahrscheinlich, wenn man von oben durchgraben würde, würde man genau an dieser Stelle rauskommen. Wahrscheinlich sind meine Berechnungen sogar korrekt. Aha. Hallo! No chance, du Foot. Entschuldigung. Nichts gegen the real thing. Ich traue mich irgendwie nicht. Warte dann. Seien wir doch einfach ganz feige und bauen wir von hier drinne. So. Nicht feige, sondern einfach nur logisch. Das ist zu niedrig. Oh, wow. Du kleines Stück Mist. Habe ich mich jetzt erschreckt? Mist. Bleibst du? Bleibst du? Oh, der wollte mich hier von der Kante schlagen. Die kleine Kackwurst. Nee, das ist zu niedrig gebaut. Ich muss das alles... Oh, scheiße. So, oh mein Gott. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Oh, ich höre auch schon wieder. Warum nur? Ja. Weil ich es zu eilig hatte, fertig zu werden. Das ist das Ding. Das stellt sich immer als negativ heraus.
Ich muss das wieder rausnehmen hier. Und damit begebe ich mich wieder erneut in Gefahr. So, genau gucken. Lass mir doch nicht lecker Erfahrungspunkte entgehen hier. So, und jetzt schnell bauen. Deswegen nehme ich jetzt mal hier die effiziente. So, nee, das ist nämlich einer zu niedrig. Sollte ich da eben irgendwas kommen? Nee, also heute ist irgendwie... Ja, was mache ich denn hier? Das kann doch ruhig bleiben. Ich glaube, einiges davon werde ich wieder abreißen müssen. Ja, ich will eigentlich die Effizienzspitzhacke für solche Zwecke nicht verwenden. Gucken, was da ist. Mehr von dem Dreckspack. Jetzt gefälligst steht. Versuch schon wieder mit einer Glasscheibe zu schießen. Boah, sind das viele, Digga. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Spawn-Radius irgendwie verkleinert wurde. Konnten die Viecher nicht früher viel weniger spawnen? Ich komme jetzt nicht auch darauf, was ich sagen will. Ich bin gerade ein bisschen nervös. Sorry. Ja, super. Habe mich mal selber erschreckt. So, jetzt muss ich sehen. Ah, oh, fuck. Das Zeug nicht im Slot. Was soll das? Ach gut, komm. Lass jetzt mal ohne gehen. Da hinten liegen immer noch Loot-Geschichten rum, aber ich habe jetzt keine Lust darauf. Was? Kein Loot? Ja, geht auch mal. Ja, ist mir egal, wenn jetzt irgendein Klumpen und irgendwas irgendwo bleibt. Ich will das hier möglichst schnell zukriegen. Und es kann auch sein, dass ich derzeit hier nicht korrekt baue. Das soll jetzt aber nicht meine Hauptsorge sein. Muss vorsichtig sein. Ich bin ein bisschen nervös gerade. Warum denn, Honk? Ist doch alles normal. Ja, das sagst du. Ja, super. Schweinekühebulle? Schweinekühebulle. Verreckt, du Schweinekühebulle. Ja, ich weiß, Herr Kittenkurmel, man kann mit dem Mausrad den Schuss auch abbrechen. Stimmt.
Habe ich auch schon gemacht. Also, jetzt hier. Zack, zack. Habe ich da schon wieder eingehört? Alter, die Viecher, die spawnen aber heute besonders schnell. Ja, den Rest, den mache ich dann irgendwann soweit fertig. Hauptsache, wir kriegen erstmal das Ganze ungefähr hin. Ja, da der Dreck, der muss dann später auch raus. Warum nicht jetzt? Ja, weil ist nicht. So. Ich weiß, es sieht nicht schön aus, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Die da muss natürlich auch raus. Äußerst gefährlich arbeiten. Ja, ganz besonders, wenn man mit einer Spitzhacke arbeitet, die hier eigentlich nicht im Einsatz sein sollte, ne? Sehe ich das richtig, Herr Honk? Oh, hey, echt wirklich, man kann noch so kurz antippen. Die Scheuße fliegt auseinander wie nichts. So, und später will ich hier auch dann an manchen Stellen so Türen reinmachen, sodass man dann doch wieder nach draußen kann. Und wenn man sich dann mit den Kackviechern fetzen will, dann macht man das halt, ne? Ach, guck mal. Jeder Schuss ist ein Stück Sicherheit. So, Ihre Honk-Versicherung. Ich brauche unbedingt Material. Und ich muss vorsichtig sein, wegen da. Guck mal, wie kann der da drinnen stehen? Achso, der ist wahrscheinlich von oben runter gesprungen. Hier, von da. Okay. Ich kapiere. Carrasco. Okay. Mhm. So, gleich mal Überblick verschaffen. Ich habe schon wieder ein ärgerliches Grunzen gehört. Aber das muss ja nicht immer mir gelten. Wem denn sonst? Naja, super. Kann ja, ne? Kaum möchte ich mal irgendetwas bauen, schon höre ich ein ärgerliches Grunzen eines ekelhaften Goldgierigen. Ja, ich hätte mir Gold anziehen sollen. Ich weiß, stimmt ja. Hast ja recht. Und ich habe meine Ruhe. So. Wo ist er denn? Ach. Baby Schwein kaputt.
So, die Frage ist, wo fange ich den Aufstieg an? Hier? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist schon ganz in Ordnung so. Wisst ihr was? Ich bin gleich sicher hier, sagte er und wurde erschossen. Falsch. Ich weiß auch nicht, ob das so korrekt ist da. Ich habe leider nicht viel Zeit, mir darüber klar zu werden. Weil die Viecher wirklich in einer tierischen Geschwindigkeit spawnen. War das schon immer so? Brennt. Für eure Sünden. So. Was für Sünden? Ja, dass sie leben. Das ist ihre Sünde. Ihre Sünde ist ihre Existenz. Ah! Wie war das noch? Wow. Alles, das existiert, ohne dass ich davon weiß, existiert ohne meine Zustimmung. Ein sehr gutes Buch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös, weil das ist nicht einfach hier. Ja, super. Ja, nee, das hätte ich mir aber auch denken können. Ah, natürlich bleibt das oben drauf liegen. Wie sollte es andersrum sein? Die da sind auch falsch. Eigentlich müssen die einen weiter vorne hin. Ich darf mich nur nirgendwo verhaken. Denn wenn ich mich verhake, ausgerechnet während irgendein Kackenviech hier ankommt, hab ich ein Problem. So, Oh, da ist er schon. Na du kleine Sau. Komm her. Ja, genau das. Würdest du bitte mal aufhören, auf mich zu schießen? Danke für die Kooperation. So. So, dann würde ich sagen, mache ich das so, dass ich den so davor mache. Bald sind wir sicher. Bald werde ich singen. Free at last, free at last. Oh God Almighty, I'm free at last. Ja, ich bin ja schließlich ein Looter King. Insofern darf ich das.
Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, das ist gut für dich. Knurrte er sich selber an. Ich sehe gerade, I'm starving to death. Geh zum Morgen, Brüste, Digga. Und guck mal, ich bin fast auf 30 Erfahrungslevel wieder. Ist das toll? Ist das gar nicht toll? Na komm schon. Wenn du Ärger willst, dann komm doch her. Kleines Stück Scheiße. Danke für die Brustplatte. Hey, weißt du was? Dankeschön. So habe ich schon mal vor einer Sache ein bisschen Ruhe. Na, pass auf, jetzt kommen nur noch Schweinekühe holen. Nö, da sind auch die anderen. So. Wow, was für ein Nether-Geräusch auf einmal hier. Pew! Gut. Guck mal. Ach, der Nether-Rack, der soll mir jetzt mal egal sein. Gut. Zombie-Schweinemann eskaliert. Oh gut. Weißt du was, das fülle ich auf. Ich sehe das jetzt nicht ein, dass ich da mein Glas verschwende.